Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence, und zwar Kapitel 4, der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Hugo, wo willst du denn hin? Da, Luftblasen, sieh mal die Blasen. Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Naja, laut dem Blut-Handabdruck habe ich das Gefühl, dass es nicht unbedingt ein Frosch oder ein Fisch ist. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht sind die Ratten gekommen. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Okay, scheint nichts mehr zu sein. Ich glaube, wir machen nochmal die Story weiter. Das Looten, das Sammeln, Blumen und Co. mache ich, glaube ich, alleine, weil das frisst sonst zu viel Zeit hier. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Das ist ein komisches Geräusch. Kommt gleich eine Stelle, bei der ich die total Nein, hasse. Nichts. Gar nichts. Amicia, guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Nichts zum Ablenken? Stehe ich da irgendwie nicht. So, stimmt, wir haben ja das Töpfchen. Das habe ich ja voll vergessen. Bleib hier und kann alles gut, Hugo. Ich komme. Ah, ja. Was soll der Lärm? Ich habe es doch schon mal geschafft, den oben anzulocken. Das war blöd, das war eine richtige Zwickmühle. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen.
Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Verhalte dich ruhig und warte hier auf mich. Ich warte auf dich. Hm? Was ist das? Du kannst herkommen. Ja. Oh, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich wusste es. Ich wusste es. Da oben ist eine Kiste. Da oben ist eine Kiste, die man knacken kann. Ich hab's versaut, Alter. Okay. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Was war denn das? Los. Na gut. Na, nichts zu berichten. Ja, jetzt ich. Wir müssen hier weg. Genau. Das ist jetzt gleich hier die Stelle, wo ich richtig verkackt habe. Weil hier muss man nämlich ein bisschen aufpassen. Man kann den anderen Kerl von da hinten nämlich auch anlocken. Das ist richtig ekelhaft. Was soll der Krach? Oh nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Shh. Also an der Stelle zwischen den zwei, die da oben gerade standen, der eine, der geschaufelt hat und der andere, der da an der Seite stand, da habe ich eigentlich im Grunde gefühlt fast immer verkackt. Weil wie gesagt, man kann den anderen Typen nämlich auch ranlocken. Und das ist mir damals jedes Mal passiert. Dass ich den da rangelockt habe und dann bin ich gestorben. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Da drüben was gehört. Weiter. Langsam. Ja. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ab hier wird es nur noch chillig, ey. Na, das war wohl falscher Alarm. Okay, es reicht noch nicht, hier wieder was zu herzustellen. Amicia, wir haben es geschafft. Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Hugo? Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig!
gerade was angezeigt bekommen. Ein Dreieck aber irgendwie. Hugo, du hast mich gefunden. Glaubst du wirklich, das ist der richtige Moment für deine Spielchen? Aber Fair, halt willst ihn, du, dass die Wachen dich erwischen? Mach das ja nie wieder. Tut mir leid. Also, ihr habt sie gesehen? Sind hier. Ist gerade eine Trophäe aufgeploppt. Wenn ihr ihn dort findet und halt erschreckt, dann kriegt ihr eine Trophäe. Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Also, es gibt zwei Wege. Einmal oben lang an den zwei da vorbei, an den Wachen. Oder hier unten. Ich muss aber zugeben. Oh nein, es sind so viele. Shh, sei leise. Hab gehört, was in Sauveterre passiert ist. Ein Sturm ist mitten in der Nacht übers Lager gezogen. Alle Feuer wurden vom Wind und Regen gelöscht. Ein Rattennest hat sich direkt unter ihren Füßen aufgetan. Nur zwei haben überlebt. Die hatten sie aber schon gebissen. Verdammte Seuche. Verdammte Ratten. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beute. Was war das? Da drüben. Was ist das? Alles klar. Da in dem Haus, hinter dem, gibt es eigentlich auch Sachen zu looten. Wir müssen aber gerade mal kurz warten, bis die Wache da nicht mehr aggressiv ist. Tja, da ist nichts. Oh, ich hab... das kann doch nicht wahr sein. Eben hat er noch gesagt, da ist niemand. Und dann kommt diese hässliche, fette Sau doch rum. Oh, Mann, ey. Ohne Witz, ey. Ohne Witz. Verpiesel dich, Mann. Arsch, du. Nein, 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 nein. Eindringlinge, hier drüben. Wow. Okay, ich wurde noch nie mit dem Speer durchbohrt. Alter. Oh, ey, an der Stelle, an der ich nicht so mal verkackt habe, verkackt jetzt ultra, ey. Ohne Witz. Doch jemand, oder?
Sieh mal, Hugo. Du kannst sicher da durchkriechen und von innen aufmachen. Jetzt muss man hier natürlich ganz leise sein. Wir haben mich ausgeraubt und sind diesmal nicht gestorben. Ja, Arschis. Dieses Geräusch, das sehe ich mir besser an. Hoffentlich ziehen sie uns hier bald ab. Dann können wir endlich zurück zur Bastion. Echt? Stimmt's eigentlich, dass der Großinquisitor da Ratten seziert? Um zu sehen, was sie im Bauch haben? Warum auch nicht? Wir können ja nicht bis in alle Ewigkeit Kalk in ihre Löcher schütten. Aber manche sagen, das wäre Ketzerei. Ketzerei wär's nichts zu tun. Die Inquisitor... Hast du das gehört? Ich seh's mir an. Lass dich nicht überraschen. Da war nichts. Sehr gut. Also im Grunde würde man jetzt von da hinten kommen. Von da hinten herkommen. Also entweder geht man den etwas längeren Weg. Oder man geht den kürzeren Weg und kommt hier oben raus. Aber das waren mir damals auch schon immer zu viele. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Komm, ich helfe dir. Ja. Zug, was ist da los? Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja, gut. Hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Oh! Oha. Ja, ich weiß nicht, an dieser Stelle bin ich noch nie in meinem Leben gestorben. Ich mache eine Aufnahme und ich sterbe instant, ey. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Dann los, gehen wir. Oh nein! Wenn es nach drin kommt... Wir brauchen Feuer!
eigentlich gar nicht. Ich bin an der Stelle auch immer durchgeschwommen, wollte ich gerade sagen. An der Stelle bin ich auch immer durchgelatscht. Was ist das denn für ein Scheiß? Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Dann los, nein, gehen wir. Nein. Ich will. Damals bin ich da auch mal durch diesen fetten Tiefseewasser durchgegangen. Aber schon heute. Dieser Schlamm, da kommen wir nie durch. Oh, mein Gott. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Aber vor allen Dingen, wie viel das sind, Alter. Wie viele Schweine. Das ist echt ultra. Gehen wir. Ja. Nochmal. Schon fast geschafft. Amicia, warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist so schwer. Ich nicht reden. Schieben. Geschafft. Wir haben es geschafft. Hallo, Laurentius. Psst, Hugo. Aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Freunde. Lauf, Hühnchen. Amicia, eine Blume. Hugo. Das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön, geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Thank you.
Verschlock, Hugo. Kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Wirklich hübsch. Ja, Kuriositäten, da haben wir ganz toll übersehen. Man sieht ultra viel Kuriositäten, Geschenke und Hugos Herbarium. Also ist gar nicht so einfach. Muss ich so gestehen. Ja. Eine Sache habe ich hier oben schon zum Beispiel schon wieder übersehen. Also man muss halt sich die ganze Zeit wirklich ständig angucken, wenn man es wirklich... Wer seid ihr? Magister Laurentius! Bleib stehen! Er ist ansteckend! Hugo... Hier... Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Inquisition, jedoch, sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Enigma vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Sie sind hineingelangt. Ich finde einen Weg abzulenken. Oh, die Schenken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Schon in Ordnung. Los! So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein! Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Das ist
Straßenschweinchen, lecker Futter. So ist es gut. Und gut kam, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Da ist eine Leiter auf der Seite. Komm mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Eiskalt. Kletter hoch. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Nein, Amicia, was hast du da? Tut mir leid, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier entlang. In Ordnung. Kommt, hier rüber. Armes Schweinchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Dämonen. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Das ist, einfach Alchemie. Lukas, sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile so hier verbracht. Laurentius. Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in meiner hier, Macht steht, Lukas. Um das. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ignifer. Du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte er Appens gedrückt, um das Auswahlmenü anzurufen. So, es ist. Oh, Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ratten, zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Komm, hoch mit dir! Wir sind wohl fertig mit dem Schweinchen. Ich sag euch jetzt schon, Lukas ist zwar ganz cool. Das sind ganz schön viele. Laurentius! Ich bahne uns einen Weg. Folgt mir. Ja, aber als NPC wird er gleich echt lästig. Los, komm! Lass mich! Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Amicia! Die Ratten! Die Lichter sind aus! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Wir müssen
weg! Jetzt! Meister! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seht! Das Pferd! Wir müssen hier weg! Hugo! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Luca, wohin führt er uns? Zu uns zum Fluss! Alter. Ja, das soll es auch für diese Folge erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei A Plague Tale Innocence und lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin sage ich ciao, ciao und bleibt gesund.